Wir gehen zum Anlegeplatz. Da ist doch nichts los. Denkst du, heute Morgen ist ein ausländischer Tanker angekommen. So ein Brummer. Na, da müssen wir hin. Wenn du nicht pünktlich zum Mittagessen kommst, kriegst du nichts ab. Du kommst eben zu uns. Ach. Bei uns gibt's Gulasch mit Kartoffelbrei und Ananas. Und bei uns gibt's Klöße mit Backobst. Also gut, zankt euch nicht. Erst komme ich zu euch und dann gehe ich zu uns. Okay? Und dann kommt endlich. Ja. Sag mal, was ist denn da unten los? Da sind ja Männer. Die stellen die Hobelbank auf. Welche Hobelbank? Ist ja eigentlich noch ein Geheimnis. Soll sie für Vati sein? Für sein Jubiläum. Er wünscht sie sich doch schon so lange. Ach ja, am nächsten Sonntag. Da ist er seit 10 Jahren Schleusenmeister. Eine ganz schöne Zeit. Als wir damals herzogen, da warst du 3 Jahre alt. Eigentlich müsste ich ihm doch auch was schenken. Ja, lass dir mal was einfallen. Frankie, komm! Na komm, Frankie! Na los, komm, Frankie! Na hol! Hol Städtchen, Frankie! Na los! Oh, schön! Ja. Gut dressiert! Schwimmt wie eine Robbe! Guck mal, wie der japst. Ich halte das für Tierquälerei. Quatsch! Polizeihunde werden im Unterricht noch ganz anders gehetzt. Aber der unterrichtet den Hund nicht. Der hat da seine Freude dran. Genau. Frankie, komm her. Da musst du mal herkommen. Na komm her, komm. Na kommst du. Komm her, Frankie, komm, gib Stöckchen. Na, so ist gut. Pass auf. Pass auf, Frankie. Los, hol. Da bist du wohl. Na, hol doch. Schnell. Ja, so. Ja. Guckt euch das an. Der macht es ja nochmal. Ist ja eine Gemeinheit. Halt mal mein Rad. Alles, komm, gib her! Sie sind ein Tierquäler! Komm ja gleich runter! Ja, können Sie ruhig machen! Passiert gleich was! So, bring mal den Knüppel zurück! Der kommt wirklich! Beeil dich! Springen Sie doch selber rein, wenn Sie Ihrem Hund eine Freude machen wollen! Na, warte, komm ja gleich runter, du! Passiert gleich was! Verflixte Bande! Seht mal, der macht ja weiter mit der Schinderei. Ja, bis der Hund ertrunken ist. Den Kerl müsste man. Überlegt schon mal, wie wir dem heute Nachmittag einen Weg auswischen können. Bist du immer noch nicht satt? Was du hast? Du hast jedenfalls 7 Klöße gegessen. Ach, hör mal, du hast doch nicht etwa mitgezählt. Nein. Ich hab's bloß gemerkt. Übrigens, du hast doch mal gesagt, dass wir abwechselnd abwaschen wollen. Einen Tag du und einen ich. Naja, läuft doch prima. Einen Tag wäschst du ab, den anderen Tag habe ich frei. Ja, nicht schlecht, diese Einteilung, aber morgen bist du dran. Schade um euer schönes Geschirr. So, lass ihn mal zu, ob du das Besteck zertrümmern kannst. Jod und Verbandszeug im Haus? Gib bloß nicht so an. Weißt du schon, was am nächsten Sonntag los ist? Nee. Da hat mein Vater Jubiläum. Vor 10 Jahren hat er die Schleuse übernommen. Wird das gefeiert? Na klar. Meine Mutter schenkt ihm eine Hobelbank. Toll. Ich will ihm ja auch verschenken. Bloß ich weiß noch nicht was. Ich hab meinem Vater mal Taschentücher geschenkt. Taschentücher sind doch langweilig. Frag ihn nur einfach, was er sich wünscht. Dann weiß er ja gleich Bescheid. Das musst du eben geschickt anstellen. Musst ihn so von hinten herum aushorchen. Bis der überhaupt begreift, was los ist und von seinem Kahn runter ist, sind wir über alle Berge. Mahlzeit! Sag.
umfassender. Ein Stollen, und ihr? Matsche Tomaten. Damit bombardieren wir den Kahn. Mensch, Leute, guck mal, der Kahn. Der legt ja ab. Los, mach schnell. Mach schon. Oh, ein Käse. Das schafft ihr nicht mehr. Wären wir 5 Minuten eher hier gewesen, hätten wir dem ollen Knopf noch eins draufsetzen können. Lass mal. Irgendwann kommt er zurück und dann passiert's. Und die Tomaten? Das Papier war jetzt schon durch. Nimm sie mit nach Hause. Appetit kommt beim Essen. Was machen wir jetzt? Habt ihr Lust auf ein Eis? Na klar, immer. So, dann los. Komm, schmeiß mal ein Bier drauf. Na, Hannes? Ja, hopp. Du natürlich auch ein, wa? Wenn sein muss. Ja, ja. Hopp. Man müsste die Schleuse zur zollfreien Zone erklären. Das könnte ja so passen, wa? Da würde dein Promillespiegel ständig auf Hochwasser stehen, wa? Hätte ich nichts dagegen. Ja, Brigitte, hier. Danke. Komm. Gib mir noch eine. Ja, du. Wo ist denn Michael? Der ist mit seinen Freunden unterwegs. Du sag mal, Vati, wenn dich jemand fragen würde, was du dir wünschst, was würdest du sagen? Wie kommst du denn darauf? Ach, nur so. Oh, da wüsste ich schon, was ich sagen sollte. Neues Auto oder eine Hobelbank. Und wenn es nicht so teuer sein soll? Dann würde ich mir ein Fernglas wünschen, oder? Einen schönen Globus. So. Und was würdest du dir wünschen? Ich? Ja. Ein Fotoapparat. Aha. Vielleicht Schallplatten. Oder eine kleine Kochplatte. Eine Kochplatte? Du, da brauchst du aber erstmal einen, für den du kochen kannst. Ne? Michael hat immer Hunger. 50, 100, 150, 200, 250, 300. Mensch. Hast du schon nachgesehen, wem sie gehört? Einem Schiffer. Sind Bootspapiere drin. Was willst du mit dem Ding machen? Wenn du zur Polizei bringst, natürlich. Halt die Schwert verrückt. Das ist doch der Olle. Welche Olle? Na, der Tierquäler vom Kahn. Der mit dem Hund. Der hat die Brieftasche verloren, bevor er abgedampft ist. Das geschieht ihm recht. Der kriegt das Ding nicht zurück. Der muss bestraft werden. Und was machen wir mit dem Geld? Was man mit Geld schon machen kann? Auf den Kopf hauen natürlich. Du, ich hab rausgekriegt, was sich mein Vater wünscht. Ein Globus. Hast du eine Ahnung, was so ein Ding kostet? Nö, was meinst du denn? Wenn's ein guter sein soll, musst du mindestens 70 Mark ausspucken. Er hat noch was vom Fernglas gesagt, aber das ist bestimmt auch nicht billiger. Kauf ihm mal einen Schlips. Ein Schlips? Das ist genauso blöd wie deine Taschentücher. Du hast überhaupt keine Fantasie. Wenn wir wollen, können wir sogar beides schenken. Den Globus und das Fernglas. Bist du verrückt? Was glaubst du, was hier drin ist? Geld? Rat mal, wie viel? 30 Mark. Mehr. 50? Kommst doch nicht drauf. 300. Spinnst du? Hier.
Hast du die gefunden? Mhm. Und willst du sie nicht wieder abgeben? Eigentlich ja. Aber der Mann war ein Tierquäler. Woher weißt du nun das? Der muss bestraft werden. Wenn es ein Tierquäler ist, musst du ihn der Polizei melden. Genügt schon, wenn er sein Geld los ist. Wenn man etwas behält, was einem nicht gehört, ist es so, als ob man es gestohlen hat. Fundunterschlagung ist noch längst nicht so schlimm wie Diebstahl. Aber strafbar. Allerdings. Du wirst die Brieftasche morgen abgeben. Wenn ich es nicht tue? Dann wirst du schon sehen, was du davon hast. Na, wie gefällt er dir? Für 40 Mark? Gar nicht schlecht. Was heißt gar nicht schlecht? Der lässt sich von innen beleuchten. Und das lässt sich heutzutage jeder gute Globus. Und unten ist ein Kompass dran. Mhm. Wäre doch genau das Richtige für das Jubiläum. Eigentlich ja. Warum kaufst du denn nicht? Traust dich nicht, was? Na, ihr hättet mal erleben sollen, wie sich Brigitte angestellt hat. Na, warum hast du es ihr auch gesagt? Ganz schön blöd. Dabei weiß der miese Tierquäler vielleicht gar nicht, wie viel Geld in der Brieftasche war. Und wenn er rauskriegt, woher ich das Geld hab? Dann sag einfach, du hast es gespart. Hast du die Brieftasche da? Soll ich für dich reingehen? In 5 Minuten gehört der Globus dir. Wenn, dann kaufe ich ihn schon selber. Na, worauf wartest du noch? Das Jubiläum ist ja erst Sonntag. Vielleicht finde ich bis dahin noch was Besseres. Gegeben? Wenn ich sie abgebe, gebe ich sie nicht deinem Vater und auch nicht der Polizei. Wenn, dann gebe ich sie dem Kerl selber und sag ihm dabei anständig die Meinung. Du, das finde ich schick. Ja, und den Globus schenken wir auch. Wie wollen wir das machen? Ja, ich kann einen besorgen, für 40 Mark. Und woher willst du den nehmen? Ganz einfach. Wir borgen es uns aus der Brieftasche. Spinnst du? Selten. Pass auf, Brigitte. Wir nehmen uns die 40 Mark und tun sie später wieder rein. Was heißt später? Der Mann kann jeden Tag zurückkommen. Der ist doch gestern erst abgefahren. Und wie willst du das Geld zusammenkriegen? Ach, lass mal. Das mache ich schon. Lass mal das Geld von meinen Eltern schicken. Wenn mir wirklich mal was fehlt, brauche ich nur zu schreiben. Das haben sie mir versprochen. Wie lange dauert es, bis das Geld hier ist? Ich schreibe Luftpost. In höchstens einer Woche ist der Fall gelaufen. Mein Wort. Also machst du nun mit? Ich muss mir erst mal den Globus ansehen. Die ist unverkäuflich. Die ist mir ans Herz gewachsen. Schade. Na ja, siehst du? So wird mir auch immer ganz melancholisch, wenn ich dir in die Augen sehe. Das ist die Seele vom Geschäft. Die steht schon seit 15 Jahren da oben und schüttelt mit dem Kopf. Das Ausdauer, was? Der Globus kostet also 30. Was stand denn dran? Fenster stand 40. Da siehst du, das kostet immer noch. Der ist aber ziemlich angestaubt. Oh, das ist meine Spezialität. Der Globus ist wie neu. Wie neu, aber nicht neu. 38. Was glaubst du denn, wo du hier bist? Im Orient? 40 Mark und damit basta. Also gut, 40. Aber mit Birne, die brennt doch hoffentlich. Natürlich. Und wie ist mit Rabatt? Wir zahlen nämlich im Bar. Aber bei mir wird immer bar bezahlt. Soll ich ihn euch ein bisschen einschlagen? An sich wollte ich ihn ja ganz mitnehmen. Herr Ruttig, herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Jubiläum und alles Gute für die nächsten 10 Jahre. Ja. Danke, Hannes. Dankeschön. Ja, also Kinder, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll dazu.
Als ich heute Morgen aufgewacht bin, da wusste ich noch gar nicht, was heute für ein Tag ist. Ihr macht mir schon Geschichten hier mit Blumen. Azalien. Azalien, ja. Und eine Zehn und Musik. Und das ist noch nicht alles. Hä? Michael, die Tür auf. Darf ich bitten, mein Herr? Ja, was habt ihr denn mit mir vor? Das wirst du gleich sehen. Hä? Was wollt ihr mit mir in den Keller runter? Ihr seid mir ein schöner Verein. Hüten. So ein Ding, das habe ich mir gewünscht seit, ja, seitdem wir hier wohnen. Ja, das sind schon 10 Jahre. Höchste Zeit, dass du sie bekommst. Großchen, ich danke dir schön. Aber was unter dem Tuch ist, hast du überhaupt noch nicht gesehen. Ja, ich gucke schon die ganze Zeit. Mann, die ganze Erde. Mehr kann man nicht geschenkt kriegen. Der Globus ist von Michael und Brigitte. Ja, habe ich mir schon fast gedacht. Unser Teenager hat mich neulich ja ganz schön ausgequetscht. Aber sag mal, das muss doch bannig viel gekostet haben. Ist hier euer ganzes Taschengeld bei draufgegangen? Hm? Naja, so schlimm war es nicht. Ich glaube, wir wollen nachher mal über eine kleine Nachzahlung verhandeln. Einverstanden? Du, was macht ihr denn für Gesichter? Freut ihr euch denn nicht? Doch, schon. Von deinen Eltern? Ja, tolle Marke, was? Die kommt in mein Album. Und das Geld? Das schicken sie doch nicht im Brief, das überweisen sie. Lies mal vor. Hm? Lieber Micky, herzlichen Dank für deinen Brief. Die Brücke, die Fahrt, die war... Lies doch erst mal vor, was sie über das Geld geschrieben haben. Ja, hier. Du möchtest 40 Mark haben. Dazu lässt dir Fati bestellen. In ein paar Wochen gibt es ja Zeugnisse. Und dann können wir darüber reden. Mann, das ist ja eine Pleite. Du hast doch gesagt, sie schicken es bestimmt. Hab ich ja auch gedacht. Hast du nicht geschrieben, wie dringend das ist? Doch. Alles, was du brauchst, bekommst du von Wuttis. Und für die anderen kleinen Dinge reicht bestimmt dein Taschengeld. Jetzt sitzen wir ganz schön drin. Na, sag schon was. Na, was soll ich denn sagen? Wir müssen das Geld haben. Morgen kommt die Perle zurück. Woher weißt du das? Ich hab nachgeguckt. Na, Hanke, wie war die Fahrt? Ach, wir mussten einen kleinen Umweg machen. Hinter Rengendorf war der Kanal gesperrt. Ja, hab ich schon gehört. Du, Wuttig, ich hab ne Bitte. Ich hab hier einen Zettel. Kannst du mir den mal aushängen? Was ist denn los? Willst du deinen Kahn verscheuern? Nee, nee, Junge. Ohne meine Perle kann ich nicht leben. Ach, du hast deine Brieftasche verloren. Fröhliche Weihnachten. Ja, vor 8 Tagen, als wir hier abfuhren. Du hast wohl zu viel hinter die Binde gekippt, ne? Nee, nee. Die war stocknüchtern. Ich schwör's dir. Wollen wir glauben. Wie viel war denn drin? Na so, circa 300 Piepen. Ganz schöner Batzen, ne? Naja, das Geld ist ja nicht das Schlimmste, weißt du? Aber die Schiffspapiere und mein Steuermannspatent, naja, und so der Privatkram. Das war alles da drin? Ja. Schöner Schied. Wir müssen die Brieftasche zurückgeben. Und dann? Der zählt doch sofort nach. Was willst du ihm sagen, wo die 40 Mark geblieben sind? Die Wahrheit. So, und wenn er zu deinem Vater geht? Was glaubst du, wie der jubelt, wenn er erfährt, wovon wir sein Geschenk bezahlt haben? Michael, ich will dir mal was sagen. Du denkst bloß immer an dich, dass dir nichts passiert, dass du keinen Ärger bekommst. Versetz dich doch mal in die Lage von dem Mann. Naja, vielleicht könnte man ihm die Brieftasche heimlich zurückbringen. Heimlich? Wie stellst du dir denn das vor? Hast du die Brieftasche? Na klar. Ist gut. Lass mich rüber. Okay. Und ich? Du bleibst hier. Warum ich? Wirst du gleich merken. Wenn dir was Verdächtiges auffällt, gibst du uns ein Zeichen. Was für ein Zeichen? Lass dir mal was einfallen.
Und wenn mir nichts einfällt, dann schwimmst du hinterher. Jemandem Freude machen will. Spiel nicht noch die verfolgte Unschuld. Spring du mal nachts ins eiskalte Wasser. So, morgen früh, bevor meine Mutter auf ist, nehme ich hier alles ab und dann bringe ich dem Mann die Brieftasche. Muss es denn noch schon morgen sein? Wir kriegen doch das Geld irgendwie noch zusammen. Und wie? Wir müssen irgendwie was verdienen. Du glaubst doch nicht etwa, dass du in 2 Tagen die 40 Mark zusammenkriegst. So in 2 Tagen. Weil der Mann wieder wegfährt. Sprung ins eiskalte Wasser. Diese Nervenbelastung. Andere würden todkrank im Bett liegen. Oder im Krankenhaus. Als du dir das Geld genommen hast, hast du versprochen, dass du es wieder reintun wirst. Weiß ich. Ich will was versuchen. Gib mir noch einen Tag, ja? Michael. Lass mich. Mir schwebt was vor. Tag. Tag. Na, was darf's denn heute sein, ne? Nichts. Ich meine, wir wollen nichts kaufen. Ah, ihr wollt, ich muss mal ein bisschen umsehen, was? Wir wollen Geschäft machen. So? Na, was habt ihr denn Schönes? Meinen Brief machen, Alter. Hm? Na ja, sieht ja ganz ordentlich aus. Briefmarken drin? Na klar, ich sammle seit 30 Jahren. Ach, und jetzt brauchst du Geld, was? Hm? Hier, Luftpost aus Finnland. Ja, sehr schön. Und da brasilianische Marken. Hm. Was willst du dafür haben? Und sicher hat das Album Wert von ein paar hundert Mark. Aber wenn sie mir 40 Mark geben? 40? Ja, die 40 sollen sie uns borgen. Und das Album lassen wir ihnen als Sicherheit hier. Ja, was denn? Steht denn da draußen was dran von Leihhaus? Hier ist ein Antiquitätengeschäft. Aber wir sind doch alte Kunden. Ja. Runterhandeln wollte er mich beim Globus. In spätestens 3 Wochen bringen wir Ihnen die 40 Mark. 50. Wieso 50? Na, Zinsen, mein Kind. Einen kleinen Verdienst muss ich ja auch haben, ne? Ein kleiner Verdienst, ganz schön. Das sind über 20%. Sowas nennt man ja... Na, wie nennt man sowas, ha?
Ja, was ist, wollte oder wollte er nicht? Ja. Na bitte. Dann unterschreibt mal hier. Spätestens in 4 Wochen ist das Geld hier. Sonst verfällt das Pfand. So, hier unterschreiben. Und dass ich das bei euch nicht rumspreche, das ist eine Ausnahme, die ich hier mache. Habe ich nachher wirklich noch ein Leihhaus. 20, 30, 35, 40. In 4 Wochen 50 Mark zusammenkratzen. Ganz schön. 4 Wochen kein Eis, kein Kino. Und zwar für uns alle nicht. Deine Freunde machen noch mit, oder? Jetzt bringe ich dem erstmal seine Brieftasche zurück. Michael! Was ist denn los? Komm schnell rüber! Am Schleusenhaus hängt ein Zettel! Was denn für ein Zettel? Michael! Verloren. 100 Mark Finderlohn. Mir gewünscht. Ich habe noch nie was gefunden. Und der ehrliche Finder bin ich. Wenn ich die 100 Mark hab, können wir gleich dein Briefmarkenalbum wieder einlösen. Mhm. Soll ich sie ihm bringen? Moment mal. Das mache ich schon selber. Und diesmal wird es ein ganz offizieller Besuch. Wo ist er denn? Gestern Abend hat er doch noch hier gelegen. Ein Gespensterschiff. Wenn man es entern will, ist es weg. No. Du, halt mal. Verzögerung, haben Sie das Schiff gekannt, was hier gelegen hat? Es war doch die Perle. Ist sie schon lange weg? Na, höchstens eine halbe Stunde. Sie wird gerade die Schleuse passiert haben. Dann können wir sie ja noch einholen. Wie willst du dem die Brieftasche zurückgeben, wenn der Kahn voller Fahrt ist? Ich weiß schon wie. Los! Hat jemand Strippe da? Ja, ich. Schnell. Hoffentlich fällt nichts raus. Ach, ist doch noch der Einweckring drum. Los. Beeilt euch, er kommt. Ja. Die Flasche. Sie lassen sie runter. Auf der anderen Seite. Was? Meine Brieftasche. Haben Sie sie? Ja. Die 100 Mark Belohnung haben wir uns rausgenommen. Gute Reise. Jawohl. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Na, sagt mal, wie viel Glied bin ich nur eigentlich in eurem Kettenpump, hä? Oder habt ihr einen reichen Onkel angebohrt? Wir haben ihr Geld gar nicht gebraucht. Das verstehe ich nicht. Kann man Geld borgen, das man gar nicht braucht? So, hier ist das Album. Hier, ziehen Sie bitte die 45 Mark ab. 45.
Wieso 45? 50? Hören Sie mal, Sie können doch nicht für die paar Stunden... 50 oder das Album her. Schade, sag ich Ihnen. Mein Vater sammelt auch schöne Antiquitäten. Der wurde ihren halben Laden aufkaufen. Auf unsere Empfehlungen. Na ja, schön, 48. 45. Meiner sammelt auch Antiquitäten. Um Himmels Willen, schieb mir bloß nicht deinen Vater. Der handelt vielleicht noch mehr als du. Also 45 und damit basta. Mensch, 55 Mark, die gehören jetzt dir. Du, wollen wir die gleich ausgeben? Die werden überhaupt nicht ausgegeben. Bist du verrückt? Willst du die etwa alleine ausgeben? So einen Ärger will ich nicht nochmal erleben. Die kommen in Strumpf. Wenn wieder mal was ist, ein Jubiläum oder so, dann haben wir was zum Ausgeben. Aha, ja. Sagtest du etwas von einem Jubiläum? Ja. Ich hab schon eins. Ein Jubiläum? Nächsten Sonnabend wohnst du 2 Monate an der Schleuse. Stimmt das? Na bitte, ein Jubiläum. Ein Grund, was auszugeben. Also gut, Leute, 5 Mark für alle. Ab in die Eisdiele. Leon!